Ein amerikanischer Künstler hat diese Stuhlbeuge der Schule gespendet. Sie wurde aufgehängt von einem Bergsteiger. Wir haben den Film dazu und wollen den auch irgendwann mal zeigen. Denn das war eine große Aktion, diese Stuhlwolke zu befestigen. Hier sind wir dann jetzt in unserer Abteilung Sonderausstellung. Dieses Jahr ist das Thema der Struwwelpeter, ein Bilderbuch aus den mittleren 19. Jahrhundertjahren, also um 1850. Wir sehen hier die verschiedenen Fassungen des Struwwelpeter und wir sehen was ganz anderes in dieser Ausstellung auch. Der Struwwelpeter ist nicht etwa eine reaktionäre Schrift zur Erziehung von Kindern, die man dann verhaut und quält und prügelt, sondern ein hochintelligentes Buch, das den Kindern zeigen soll, wenn du ein Feuer machst, dann wirst du verbrennen. Wenn du immer träumend durch die Gegend läufst, dann fällst du halt irgendwann mal ins Wasser oder in die Grube. Also jede dieser Geschichten hat einen sehr ernsthaften Hintergrund. Und was für uns heute interessant ist, in allen diesen Geschichten kommen die Probleme der heutigen Kinder zum Ausdruck. Nehmen Sie die Geschichte vom bösen Friedrich und denken Sie dann an Gewalt, die heute unter Jugendlichen verübt wird oder die von Jugendlichen gegenüber Erwachsenen verübt wird. Nehmen Sie den Struwwelpeter, der eben sich nicht einfügt und nicht das macht, was gemacht werden muss. Nehmen Sie den Suppenkasper und denken Sie an die Bulimie und die Essstörungen. Also es gibt hier überhaupt, nehmen Sie die Geschichte von den schwarzen Buben und denken Sie an den Rassismus. Diese Geschichten nehmen eigentlich, beinhalten Dinge, die heute noch hochaktuell sind. Wir haben hier den Struwwelpeter natürlich mit seinen schwarzen Buben und dem Rassismus-Hintergrund. Sie sehen hier auch die Mohrenköpfe, die hatten eine Bedeutung. Die sind in Deutschland in Dresden entwickelt worden und es hatte einen wirklich rassistischen Hintergrund. Die heißen heute, was weiß ich, ich will jetzt die Firma nicht nennen, die steht da drauf, aber das sind Schaumküsse oder wie sie heißen. Damals hießen sie Negerküsse und man hat sich echt vorgestellt, wenn man diese Küsse anbeißt, einem Neger den Kopf abzubeißen. Also die Schwarzen, die Dummen, die Dumpfen zu besiegen. Es war die Zeit, in der man sagen kann, in der die Vorbereitung lief schon für das, was nachher durch den Nationalsozialismus gegenüber den Menschen, die angeblich minderwertig waren, vollendet wurde, nämlich die Vernichtung von Menschen. Und Sie sehen das auch an den Bilderbüchern, da kann man das ganz genau sehen. Und in dem Zusammenhang war natürlich die Geschichte, die 150 Jahre vorher entstanden ist, die Geschichte von den schwarzen Buben. Der Hitler hat nicht zugelassen, dass dieses Buch veröffentlicht wird, weil diese Geschichte drin ist. Da waren Bücher dabei Sie haben recht. Aus dem Zweiten Weltkrieg und da hat man genau gesehen, wie in den ganzen Büchern überall Hitler, die ganzen Sprüche von Hitler, alles drin war. Die haben wirklich nach Hitler lernen müssen. Ja. Das war eine reine Indoktrination. Man sieht auch, wie in der Zeit dann die Bücher angeeignet wurden, die alten Bücher. Man hat Teile der alten Bücher einfach gelassen und hat dann 5 Seiten weiter plötzlich die Indoktrinationssprüche gebracht und sogar Gebete, obwohl man doch gar keine Kirche haben wollte unter Hitler, sogar Gebete zu Hitler. Also da, wo Jesus stand früher, stand dann Hitler oder Adolf. Wir haben hier auch sowas Ähnliches, wie das ist eine Sonderform des Abakus im Grunde, stammt aus den 50er Jahren und ist noch mit unserer guten alten Mark, Pfennige, Zehnerle und so weiter, die ganzen schönen Sachen sind da drauf. Und man kann hier jetzt zum Beispiel zusammenzählen. Julia, kannst du mal bitte 1,50 Mark plus 1,10 Mark zusammenzählen? Mhm. Jawohl, plus 1,10 Mark. Mhm. Jawohl. Das ist das Geheimnis zum Beispiel. Kannst du mal zum Beispiel 1,50 Mark minus 1,10 Mark machen? Man muss nämlich einfach nur rückwärts machen. Also. Mhm.
Also 1,50 Mark minus 1,10 Mark. Mhm. Jawohl. Hättet ihr das auch gekonnt? So, die Wurzel aus 4. Das war eine gute Antwort. Ja.